Weihnachtsgedichterin. Also so in die Weihnachtsstimmung versetzen. Vielleicht gelingt es mir ein bisschen. Vor Weihnachten, da gehe ich oft ganz spät ins Bett. Da hole ich mir Viecher, mein angeriebenes Brett, an Butter, an Zucker, an Mehl und die Eier. Und das mache ich schon jahrelang so. Nicht erst seit heuer. Jetzt mische ich mit Händen den Tag richtig ab. Der darf nicht zu wach sein und auch nicht zu grob. Und dann lasse ich ihn rosten, so circa eine Stunde. Dabei suche ich die Formen. Aber was? Ich mag's einfach rund. Weil die Krapfen und so weiter und weiter und auch die Linze haben, die tun ja eher so rund am besten als schon. Und dabei denke ich zurück, was meine Mutter hat gesagt. Die hat immer gesagt, Kind, mach alles mit Bedacht. Weil in jedem der Keks steckt der eigene Gedanken. Voll frei denkst du an die Gesunden und voll Leid an die Kranken. Und dann denkst du an den Abschluss des Jahres, was alles hat gebracht. Und schau, schon wieder ist ein paar Blick voll Keksen gemacht. Jetzt tust du es verzieren, präparieren und garnieren, voll Andacht zerbeißen und den Geschmack richtig spüren. Ein Teil schenkst dann weiter zur Heiligen Nacht. So hat's Keksbacken mir und auch anderen viel Freude gebracht. Dankeschön. In 14 Tagen habe ich Geburtstag. Und wieder wird es sein, wie es immer war. Die Mutter macht mir einen Braten, die Schwester kauft mir was auf Raten. Und der Vater sagt beim Essen, er hat wieder drauf vergessen. Eine wünscht sich zum Geburtstag ein Panello. Oder gar einen echten Mantel aus Flanell. Ich hätte auch einen Wunsch im Stillen, doch der lässt sich nicht erfüllen. Weil für solche teuren Sachen muss man Lotto-Sechser machen. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vordatschan, den meinen Schluck der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein. Zuerst einmal Gratulation, war ein ganz tolles Konzert. Dankeschön. Sisi Graner, hat die heute noch Bedeutung?
Ja, ich denke, dass ihre Lieder nach wie vor leben, obwohl sie heute schon, hätte ja heuer den 100. Geburtstag gehabt, aber es kennt eigentlich jeder noch den Vorderzahn oder den Novak, den Novotny, wie man eine Torte backt, und diese Lieder sind heute noch immer sehr, sehr bekannt, und daher glaube ich, hat es auch eine Berechtigung, dass man singt. Wobei ich glaube auch, dass der teilweise auch zeitlose Texte hat. Die hat zeitlose Texte auf alle Fälle. Also, ich meine, es sind manche Texte natürlich sehr gefernst. Gell? Ja, ja. Also, das mit dem Vorderzahn zum Beispiel. Also, vor 100 Jahren war das ja so, dass die Männer die Frau noch durchaus gehabt haben. Heute ja, Gott sei Dank, nicht mehr. Und ja, da sieht man auch, wie sich die Zeit ein bisschen gewandelt hat. Dass man heute, das, da hat das schon eine andere Bedeutung, dieses Lied, wenn man das singt. Gell? Die Statistik zeigt dem Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, es kann nicht jeder einen Jungen kriegen. Geschoben sich erneut einander, ist der bessere Gartenmann. Nehmen Sie einen Alten, der ist gut, wenn erhalten. Ein Beamten mit Pension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, ist die Jugend auch vorbei. Geben Sie Kaviar zu essen und schon schaut er aus wie neu. Fällt eigentlich Sissi Graner überhaupt ins Wiener Lied hinein? Teilweise. Also sie war in erster Linie eine Kabarettistin, aber es gibt ja auch das kabarettistische Wienerlied, und da fällt die Sissi Graner auf jeden Fall hinein. Ja, und wie geht es bei dir weiter? Du machst jetzt im Wienerlied ziemlich viel, ne? Ich mache sehr viel im Wienerlied, aber ich komme her, Angela, ich mache auch mit der Angela wieder ein neues Programm. Ja, meine Bühnenpartnerin, die Angela Kimmer. Ja, wir haben jetzt geplant ein neues Programm. Sissi Graner trifft Heinz Konrad. Ja, weil auch der Heinz Konrad ja noch immer lebt. Und ein Stück kommen wir ja schon drinnen. Genau, den Mann im schwarzen Bart. Genau. Und das erweitern wir. Ja, und dann habe ich natürlich die Sirtaki-Schrammeln gegründet. Ne? Da müsst ihr mal hinkommen. Wir machen griechische unbedingt, Lieder. Unbedingt, ja. Griechische Lieder. Ist wunderschön. Wiener Musik, die Angela war ja schon bei unserer Vorpremiere. Und da haben wir auch miteinander gesungen, ein Schiff wird kommen. Auf Griechisch, als Gastsängerin war sie dabei. Dass heute ich eine Dame, ob angezogen oder als ein Nackter. Der Novak hat am ganzen Leib Charakter. Ich hätte schon längst ein böses Hemd genommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Also ich mache mir eigentlich keine Sorgen ums Wienerlied oder um die Wiener Kabarettisten. Also ich glaube, das ist ja eh ganz stark noch vertreten. Ganz schön. Und die Angela hat ja noch eine ganz andere Richtung, wo sie Wiener Lieder macht. Sagt du so? Ja, nein, ich mache Operette. Verpackt in eine lustige Geschichte im Rahmen von Wiener Blut und Rote Rosen. Also wenn man Operetten-Highlights liebt, dann kann man sich das gerne anhören. Und ein nie gekannter Schauer umfasst den jungen Jäger. Es kann ja nicht fad werden in Wien, und wenn man zu euch schaut und bei euch auf die Webseiten schaut, auch nicht, weil es habt ständig ein Programm, ein gutes. Ja, genau. Ganz wir erneuern das, also ich schaue jeden Tag, du auch wahrscheinlich. Ja. Und neu, ganz auf meiner Webseite ist, dass man jetzt eigentlich alles auch online buchen kann, alle Konzerte. Das ist schon ganz praktisch. Ne? Ja. Modern. Modern, ja genau. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank, und es war ein tolles Konzert. Dankeschön. Erst einmal nehme ich die Pfanne, schmier mit Fett sie tüchtig aus, dann nehme ich die Hände von dem Pepperl aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die zweite Pfanne, schmier mit Fett sie wieder glatt
Und dann öffne ich die Türe, weil es gerade geklingelt hat. Dann will ich Musikbegleitung, drehe das Radio auf voll Hast. Dort singt einer die Forelle, was zur Torte gar nicht passt. Dann drehe ab ich schnell das Radio, denn mich ärgert der Applaus. Ich brauch nur einen Mann zu wittern, schon beginne ich zu zittern und für meine rotlackierten Nägel aus. Zuerst versuche ich mit Blicken meine Beute zu stricken und wenn das nicht hilft, dann pack ich richtig aus.